Ah, da ist wieder 4x4. Du wirst gleich anfangen, richtig? Genau, ich werde gleich anfangen. Gleich, ehe ich die Aufnahmetaste drücke, werde ich aufnehmen. Ich werde mal kurz ein Schlückchen trinken, kurz bevor das Event startet. Mach ich auch gleich? Ah, es geht gleich los. So, wieder da. Es geht gleich los, warte. Ich mache jetzt mal die Veranstaltung, okay? Herzlich willkommen zu einer weiteren spektakulären, wunderbaren Minecraft-Bedwars-Folge mit dem sogenannten Valentino LP. Er steht schon vor mir und er zieht Ja, schon mit hallo. seinem Gehirn herum. Ach ja, oh Gott, Okay, die Map kenne ich jetzt nicht. ich auch nicht. Die ist irgendwie neu. Also ist die Eisbrosquelle. Was? Der Eisbros? Hinter dir. Eine Eis. Warte, kann man da hinspringen auf die Insel? Knapp. Ein Blöckchen hat gefehlt. Ich bin aus Versehen gestolpert. So, ach mein, solche. Oh nein. Die kenne ich, glaube ich. Also so eine ähnliche kenne ich schon. Okay, ich brauche ein paar Blöckchen. Ein paar Glöcksche. Ein paar Blöcksche. Und ich hatte gerade eine neue Konzeptidee. Von was? Von dem herzlich willkommen bei mir bei der Minecraft Bedwars Folge. Oh. Und die habe ich gerade eben Anfang der Folge umgesetzt, ohne dass du es bemerkt hast. Welche denn? Achtung, Gegner ist bei uns. Unser Bett ist gleich weg. Ach. Das wird wieder meine Kurzrunde. Das war ganz schön Wir knapp. haben bei uns unten eine Goldquelle. Hä? Echt? Ja? Oh Gott. Wo? Ach, Da wie unten ist. cool. Da unten ist etwas Goldiges. So. Warte, ich geb's dir mal. Ich hab nur noch zwei Herzen. Ah, nein, 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 nein. Oh. Ach, ja, schön. Ach, genau, die Konzeptidee, gell? Er ist tot, okay. Komm mal kurz her. Hier, bitteschön. Die Konzeptidee war, dass ich vor diesem herzlich Willkommen noch einen kurzen Ausschnitt reinfüge, was wir gemacht haben. Storwaffel-like, oder was? Ja, und das habe ich einfach mal so gemacht. Ich wollte mal sehen, oder ich werde es mal später sehen, wie es so ist und so weiter. Ich Ja? habe einfach mal da vor der Aufnahme die Aufnahmetaste gedrückt. Ich glaube, so 2 Minuten. Okay, ich hole mir jetzt gleich einen Bogen. Okay. Wie immer eigentlich. Ja, wie immer. Hast du schon Dings? Ich habe jetzt 3 Gold, aber ich brauche 4. Boah, es ist langweilig. Ja. Langweilig auf die Goldquelle zu warten. Come on, drop my gold. Nicht nur da, auch hier, Dings da. Bronze. So. Ja. Auf in die Mitte. Einfach nicht gefecht. Weil das Praktische ist halt, wenn man nicht zu zweit spielt, kann man die Aufgaben einfach den anderen zwei überlassen und selber hat man extrem viel Spaß und dann ist es in der Aufnahme auch wiederum spannender. Ja. So, ich habe jetzt einen Bogen. Der eine leckt hier gerade voll rum. Gleich. So. Huch. Was mache ich denn? Ich bin gerade über einen drüber gesprungen und wollte zurückgehen und bin dann im Sprung zurück runtergefallen. So, wie weit können wir sie zurückdrängen? Das weiß ich nicht. Wie weit können wir es zurückdrängen? Die Pest. Welche Pest meinst du? Pest gelb oder Pest grün? Oh, wie viel Eisen wir da haben. Ach nee, vielleicht meinst du ja die Pest blau, oder? Keine Ahnung.
Ich muss mich auf jeden Fall mal... Yeah, das war mal ein Move. Die Powerbank ist doch unten, oder? Ah, Blau hat es zugebaut. Das heißt, da können wir nicht hin, außer mit einer Spitzhacke und so weiter. Oh, es hat jetzt. Naja, ist mir doch egal. Und dann gehe ich wieder in die Mitte. Und schau mal, was mich hier so verlockend verbringt. Huh! Ein Kampf zwischen Gelb und Gelb. Und bestimmt schreibt wieder einer. Oder schreibt einer, das war Gelb und Blau. Hab ich nicht gesehen. Huch! Oh Gott, oh Gott. Ich komm zurück, ich hab 3 Gold. Von der Mitte. Brauchst du Gold? Hier unbemerkt, dass es niemand anders sieht. Bitteschön. Okay. Nicht, dass die anderen denken, ich bevorzuge dich. Ach, scheiße, ich hab gerade einen Bogen abgegeben, scheiße. Okay. Ich wollte was anderes vergeben. Ich bin runtergefallen, yeah! Huch, wo kriegt man eigentlich... Ah, ich glaube hier oben. Ah, ja. Schlau gemacht, diese... Okay. Zweimal war es gerade knapp, und zwar extrem knapp. Gut. Ich bin nämlich knapp, wirklich knapp zu weit nach rechts und knapp zu weit nach links gelaufen, und dann wäre ich fast zweimal runtergefallen. Bling, 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 bling. Bling, 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 bling. Boah, das dauert so ewig wie den Bronze. Auf der anderen Karte ging es so viel schneller. Wer wissen will, wie die eine Folge war, auf seinem Kanal sieht man das. Ja, auf meinen. Na klar. Link ist in der Videobeschreibung. Alle zusätzlichen Informationen findet man dort. Wie alt er ist. Und so weiter. Okay, das war jetzt halt... Wow. Ach ja, so, jetzt habe ich 54, 55, 58, 57, 59, 30. Ich brauche noch 3 Stück, dann kann ich die Mitte gehen und die anderen schön zerbomben. So, jetzt gehe ich mal gleich in die Mitte und mache aus dem Hackfleisch. Aua. Aua. Hilfe, ich brauche mal Essen. Ich brauche was zum Essen. Hier. Ja. Okay, danke. Wer bombardiert? Sehr viel Essen. Sehr viel Essen, bevor ich noch abkratze. Wir stehen gerade unten in einem gelben Unterbeschuss. Aha. Denkst du? Aha. Das kann man ja nicht verantworten, was hier so alles passiert. Exzellent. Das okay. Ist doch mal eine tolle Geschichte gerade in der Mitte gewesen. Okay, ich habe zu wenig Essen. Fabs, ich brauche jetzt wirklich viel Essen. Essen? Okay, ich pumpe dir jetzt sowas von Essen, sowas mit Essen voll, wenn du jetzt über einen Block läufst. Das heißt, es sinkt 5 Meter ein. Okay, ich halt noch ein bisschen Essen, aber nicht wirklich viel mehr. So, ich mache jetzt... Ich lasse ja, mir... Hier, bitte schön hinter dir. Trotzdem habe ich... Okay. Hier liegt Essen für dich. Ja, danke. So, ich brauche nämlich jetzt gerade... Warte. Ach, hier, bitteschön. Was? Manchmal verstehe ich einen Bogen nicht wirklich, warum da plötzlich der Pfeil einfach so abprallt. Okay. Hä? Ich glaube, der Server laggt. Ja, kann sein. Ich habe gerade Fleisch getroppt und es ist weg.
Naja, ist mir auch egal. Okay, geh zu Blau. Das ist für uns... Oh, oh. Naja, der Bogenschütze aus Gelb. Ah, klar. Hast du jetzt wieder genug Essen? Ja, ich hab genug Essen. Die schießen die Pfeile immer so knapp ab und treffen nichts. Huch. Boah, diese Grünen, die sind irgendwie voll... Ah, ich hab ne Idee. Warte, warte. At all. Nein! Die dumme Tastatur hat sich wieder auf Englisch gestellt. Wie macht man at mit der englischen Tastatur? Keine Ahnung. Ich kenne sie nicht auswendig. Ich kenne sie überhaupt gar nicht, beziehungsweise... Toll. Ich habe eine Idee. Okay. Warte. Wie macht man ein at mit der englischen Tastatur? Das ist das Resultat meiner Websuche. Also eins kann ich sagen, Siri ist vollkommen blöd. Erstens, ohne Internet funktioniert die nicht. Zweitens, die schlägt nur Websuchen vor. Drittens, die ist dumm wie Bohnenstroh. Und anhören tut sie sich auch wie so ein Waschlappen. Eigentlich, wo ist hier jetzt überhaupt das Bett? Ich halte bis jetzt noch nicht. Das Bett ist unten, da geht man mit der Treppe runter. Seitlich. Also nicht mit der Treppe, sondern eigentlich schon mit der Treppe. Okay. Dann weiß ich bin gerade bei uns und kann knapp nicht zurück, aber ich komme ganz schnell zurück, weil ich 5 Gold habe. Bist du gerade da? Aber ich gebe dir jetzt 5 Gold und ich weiß nicht, ob jemand in dem Jahr läuft. Und das bedeutet, dass niemand in dem Jahr läuft, weil jemand in dem Jahr... Ja, bevor ich sterbe. Ich opfer mich für dich. Yeah. Nimm doch das Gold. Was soll ich mit dem ganzen Gold? Ich hab... Ja! Oh, ich habe es sogar noch getroffen beim Runterspringen. Oh. Ach, naja. Wow, ich treffe mittlerweile mit dem Bogen ziemlich gut. Aber eine Sache kann wirklich jede Sprachsteuerung gut. Soll ich dir kurz demonstrieren, welche? Ja gut, wenn du so darauf verstehst, dann zeige ich es dir natürlich gleich. Warte. Oh oh. Oh oh, ich muss dir... Darauf habe ich nicht... Hörst du mich? Gleich. Ich brauche einen Trank der Regeneration. Okay, ja. Trank der Heilung. Moment. Ich frage jetzt mal kurz was. Zeig mir Bilder von Pastinaten. Das geht leider nicht, wenn dein iPhone gesperrt ist. Du musst das Gerät erst entsperren. Ja. Zeig mir Bilder von... Was macht die jetzt? Hier sind ein paar Bilder zu Pastinaten, die ich im Internet gefunden habe. Aha. Das kann nämlich auch Google Now. Und das ist das Einzige, was Google Now gut kann. Sonst kann Google Now nichts. So. Aber wirklich. Es kam ja der Amazon Echo raus, gell? Da oh, ist die... Der Einzige von Gelb, natürlich. Der Einzige von Gelb, der sich natürlich widersprüchlich wehrt. Natürlich. Und dort ist halt die Spracherkennungssteuerung so exzellent. Wirklich. Der Amazon Echo, da habe ich wirklich mal eine Sprachsteuerung gefunden, die mir sagt, ja, ich bin die Sprachsteuerung, ich kann das, was du willst. Unter Apple, also unter Siri und Cortana verstehe ich halt, und unter Google Schrotter verstehe ich nur, dass die halt ein bisschen zu Spielereien am Handy sind und ein bisschen das Zeug erleichtern, aber wirklich... Dieser Amazon Echo, mit dieser Sprachsteuerung, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, die ist wirklich gut. Man sagt zu der Spielmusik auf Spotify von der Playlist so und so ab, macht sie. Sagt mir das Wetter, macht sie. Spiel SWR 3 ab, macht sie. Bestellen wir was auf Amazon, wir müssen nur noch macht an Blau sie. Ran. Ja, müssen wir. Aber ich finde wirklich,
diese Sprachsteuerung so interessant, wie man die, also schlecht hört die sich auch nicht an, wie so ein komischer Roboter vor 50 Jahren. Also Fabs, ich kann dich auf jeden Fall bedanken, ich habe jetzt momentan den stärksten Bogen. Okay, bitteschön. Aber ich finde wirklich das so interessant, dass wirklich das die einzigste Sprachsteuerung ist, die ich kenne, die so exakt gut und präzise funktioniert, so wie ich noch nie eine irgendwie in irgendeiner Art und Weise jemals gesehen habe. Und das finde ich so faszinierend, wie Amazon das hinbekommen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die schon dran waren, so ein Ding zu entwickeln und so weiter, aber ich finde es wirklich erstaunlich und gigantisch, wie... Also ich dachte, es ist noch ein Team da, aber es sind noch zwei Teams da. Hä? Echt? Oh. Also ich finde wirklich erstaunlich, wie die das hinbekommen haben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob du zugehört hast, aber das Gute ist... Ja, die Sprachsteuerung ist richtig gut, habe ich so gehört. Okay. Ich habe gedacht, du hast nicht zu, weil du nichts gesagt hast. Ich habe gedacht, du hörst zu und lässt es... konzentriert auf einfach Bogenschutz, so durchsichern. Und auch gleichzeitig beschäftigt, deinen Arsch zu retten, weißt du? Achso, ich stehe doch nur neben dir. Also meinen kann ich selber retten. Ich habe mir ja schon oft vor Feuer gerettet. Aua. Also die heutigen PvP-Runden sind auf jeden Fall in Sachen PvP-Experience auf jeden Fall sehr wertvoll für mich. Ja. Vor allem, weil ich gerade von allen Seiten beschossen werde, jämmerlich, und ich gerade nichts tun kann. Oh ja. Du wirst wimmerlich beschossen. Vor allem, einfach den stärksten Bogen zu haben, ist wirklich sowas von erfrischend. Wie eine erfrischende Dusche? Ja. Das ist doch toll. Da freut sich der Gustav. Der Herr vom Anwaltsamt. Also, ich bin gerade irgendwie eine Maschine, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Ich bin ungewöhnlich gut für meine Verhältnisse. Los, Maschine, zerleg die. Boah, vor allem mit dem Bogen kann ich langsam zielen. Das ist der Vorteil. Moment, ich weiß gar nicht. Okay, das habe ich gemacht. Das ist auch praktisch, dass du so gut und schnell bist. Essen habe ich. Blöcke brauche ich. Ich bin schnell, aber ich kann gut zielen. Das ist auf jeden Fall das Mindeste. Er ist nicht schnell, aber er kann gut zielen. Das ist auch praktisch. So, Fabse, ich bin gerade wegen dem Bogen ein bisschen, sagen wir mal, sehr... Kann euch von euch jemand euch ein Team mal mainen und ihm mal das Bett entziehen? Denn welchen? Ich bin gerade... Keine Ahnung, irgendwelchen, denen ihr sagt, er ist am schlecht, der lohnt sich. Oh. Warte. Okay, das war gerade ein richtiger Server-Bug, denn ich bin wohl ein paar Schrittchen zurückgestoßen. Also ich würde mich jetzt gerne an die... Oh, die haben alle einen Bogen. Ach so, der stärkste Bogen hat noch so richtig schön Nutback. Deshalb. Oh, nein. Fabse, schütz mich, ja. schütz mich. Komm her. Der hier. Der blaue, wo bist du denn? Ah, ich sterbe. Wo bist du? Okay. Aua. Huch, wo ist er? Ich brauch Essen. Da. Also, ich finde die Folge gerade irgendwie voll spannend. Ich glaube, bis jetzt war keine so spannend wie jetzt, oder? Ich kann heute mal wieder exzellent Deutsch. War bis jetzt mal eine so spannend wie heute? Keine Ahnung. Heute sind gefühlt die besten Runden dran. Gelb ist ausgelöscht, also gelb ist Pustekuchen. Ist nicht relevant, nicht interessant. Jetzt muss ich gucken, blau oder grün? Weiß ich nicht, blau oder grün? Beide sind so ein bisschen stark. Sollen wir uns an blau wagen, weil die sind halt nur zu zweit. Ja, ich muss auf jeden Fall einen von denen ran. Deshalb. Einer ist abgelenkt. Weißt du was? Ich renne mal kurz zurück, mach mir einen Bogen. Okay, das ist einer von uns. Okay, das ist gut. Wer hat sich denn so hochgebaut? Ich bin kurz mal wieder bei uns und mache einen Bogen, weil ich habe 9 Jolt.
Okay, grün lenkt mich gerade ab, total. Gut. 7 Jolt. Ein Bowschen. Blau ist in der Mitte, Achtung. Nein! Ich bin tot. Oh oh, nein, nein, nein. Und hab mir davor einen Bogen gemacht. Ah, das war... Hörst du meinen Vogel? Nein, ich höre niemanden. Er heißt Friedrich. Vielleicht hört man in der Aufnahme, ich bin mir nicht sicher, dass meine Uhr die abends rumkleppert, deswegen... Also, was heißt abends? Die kleppert halt jede Stunde. Okay, blau nehmen sie sich ran. Hm. Das Dolle ist, ich habe keine Bowschen, ich habe wieder nichts mehr. Wegen diesem einen... Kleiner mieser Hacker. Naja, kann ich nicht at all machen. Da würde ich was anderes schreiben. Frage, warum schleiß ich bei dir die ganze Zeit die Tastatur um? Keine Ahnung. Ich habe auch null Ahnung, warum mein E-Mail-Programm nicht standardmäßig da eingetackert wurde. Ich habe aber auch das Gefühl, Windows 10 ist noch nicht ganz so ausgereift wie... Naja, vielleicht auf alten Systemen. Da wäre es doch hardwarebedingt, nicht softwarebedingt. Ich glaube jetzt nicht, dass an. Nein. Och nein, mein Bogen ist weg. Na. Ach, hallo, was? jetzt haben wir ein Problem. Huch. Wir sind alle drei tot. Ich würde sagen, da kommt gerade jemand. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, ich hole mir kurz mal einen Schlagstock. Ein Schlag. Das heißt Knockbackstock. Ja, Schlagstock halt. Nee, Knockback. Okay, das ist jetzt gerade für uns ein Problemchen. Ich habe gerade nichts. So, hab mich durchgeboxt mit dem Knockback. Yeah! Der Mario, der ist viel zu stark. Kannst mal den Luigi da aufhalten. Hey. Okay. Ich hab jetzt gerade, wenn man gerade eine schöne Runde hatte und plötzlich einfach nur so rausgeworfen wird. Aus seiner schönen Runde. Ja. Das ist so, wie wenn man aus seinem Leben rausgerissen wird. Aus seinem Traumleben. Also wenn es schlecht wäre, dann ist es toll, aber wenn es blöd ist, dann nicht. Also ist es Ja, Traumleben ist meistens gut eigentlich. Eigentlich nur gut. Würde ich mal so behaupten. Jetzt auf die Schnelle. Ach, das ist ja voll cool, wenn man die neue Mission hat, ein Schwert hat, gell, und dann blocken will. Dann kommt ein Schild raus. Genau, aber das Coole finde ich, der Gegner, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auch in der 1.7 ist oder drunter, wo man jetzt kein Schild hat, aber wenn man die gleiche Version hat, dann sieht man sogar das Schild. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das Schild sieht, wenn... Alte Version, denke ich, fast nicht kompatibel, richtig. Hast du Gold zufälligerweise dabei? Vier, ja, nee, eins. Ah, schade. Hier, bitteschön. Ich gehe mal kurz in die Mitte und hol mal... Oh, Mist, da steht jemand. Wir können nicht in die Mitte, wir sind abgeschnitten von der Zivilisation. Sobald wir in die Mitte gehen, werden wir von Dr. Heinz... Gold! Wow, das ist viel Gold, was ich hier unten gefunden habe. Sonst werden wir von dem Heinz Friedrich da abgeschossen. Wow, Hilfe! Ich bin schlechter Schwimmer. Bin tot. Mit 25 Gold in der Tasche. Scheiße! Was machst du denn? Nicht du. Was? Ist er da? Nein, du kommst weg. Gut Job. Wenn der Mensch. Ab in das Versteck. Sollen wir zubauen? Ja.
kein Problem. Hier, bitteschön. Ja, Gold kannst du leider nicht am Handy halten. Hier, leider. Zünd noch das Feuer an. Wir brauchen irgendwas. Brennmaterial. Wie geil. Hier, das brennt gut, Holz. Ein bisschen brauchen wir noch so. Okay, mehr haben wir nicht. Ich also muss auf jeden Fall mal sneaken. Oder dauerhaft. Hä? Oh, ich. Jetzt sneak ich. Hä, gerade eben konnte ich nicht mehr sneaken. Wo geht's eigentlich da? Ist das noch so eine geheime Kammer hier? Schau mal. Wenn ja, wär's cool. Ja. Ich war auch noch nicht im Gebiet, wo einem eigentlich das Bett war und so weiter. Ich weiß nicht, wie es dort aussieht. Es ist dunkel. Es ist dunkel, rollmopsig und bitterkalt. So muss es wohl enden. Ja. Warte, ich mach mal. Ihr Feiglinge. Ich hab die Idee. Ich füge dann schwarze Balken noch unten und oben zu. Warte, jetzt machen wir es ganz traurig. Sag irgendwann etwas Trauriges. Dass du wir machst, noch schwarz, sowas. Machst Balken rein in schwarz, weißt du was? Genau, oder sowas. Weiß ich nicht. Warum musste es so enden? Wir waren doch so gut. Und dann, als wir alle gleichzeitig starben, war unser Schicksal besiegt. Warum musste es so sein? Es lief doch so gut. Und jetzt sitzen wir hier in diesem Loch und sneaken um unser Leben. Ja. Um so lange zu überleben, wie es möglich ist, und zu hoffen, dass sie die Teams so weit gegenseitig auslöschen, dass wir eigentlich schon automatisch gewinnen können. Ja. Das ist so traurig. Das kann jetzt eine Ewigkeit dauern. Und meine GPU ist überlastet. Das ist alles so traurig. Was? Es ist jetzt traurig, ja. Was denkst du, was ist wahrscheinlich höher? Dass sie sich gegenseitig auslöschen oder dass sie uns nur als... Dass sie sich gegenseitig auslöschen, weil ich glaube nicht, dass sie nach 2 Ureinwohnern hier suchen werden. Ich glaube eher, die werden erstmal die anderen auslöschen und dann uns 2 Bäcker suchen. Ja, hallo. Wir sind jetzt einfach gefressenes Futter. Wenn wir tot sind, kommen wir nicht mehr wieder. Hä? Wir sind gefressenes... Futter für die. Aber wenn wir gefressenes Futter sind, dann wurden wir ja schon gefressen. Nein, gefundenes Futter. Meine ich damit, gefundenes Futter. Ach so, ja, gut. Gefressenes Futter. Das muss man sich einfutten. Man sieht irgendwas durchgekautes. Huch, Walti, du siehst heute ganz schön durchgekaut aus. Was hast du denn gemacht? Nun denn, soll ich... Ach, ich kann ja auch nicht mein... Soll ich's wagen? Siehst du einen Nametag in der Nähe? Huch, wir haben 08. Nee, ich sehe keinen. Du kannst, glaube ich, raus. Ich bin mir aber nicht sicher. Hast du deine Jacke ausgezogen? Ja, muss man wohl machen. Huch. Gold. Okay. Wir sind dran. Wir sind mehr als nur dran. Nein. Erstmal. Wir werden verlieren. 2 von Blau. Wenn wir es schaffen, sie rechtzeitig noch runterzuschubsen. Wir hätten doch noch einen Schubs. Noch die Notback-Sticks hier haben sollen. Hm. Dann wäre es besser. Hm. Warum schwebt da eigentlich ein Reifen bei deinem Kopf? Was? Es gehört zu deinem Hut, aber da schwebt halt so ein Reifen, also ein Ding. Der Ring, meinst du? Ja. Der ist einfach nur, damit es überhaupt noch gut aussieht, sonst wäre es irgendwie so... Also wenn man von oben drauf schaut, sieht es nicht gut aus, aber...
Ja, okay. Weil der aber schwebt. Ich hoffe, mein Mojang macht es so, dass sie irgendwann mal auch so den zweiten Overlay auch als 3D-Sektor einfügen können. Das wäre cool, aber dann fügen manche Nilpferde hinzu. Was? Vielleicht kommen dann auch solche Sachen nein, mit Nilpferden. Ich meine, als 3D-Sektor so, dass die zweite einfach sich einfach so ein 3D-Modell sich entstehen lässt. Also es bleibt so, wie es ist, nur dass es sich einfach nahtlos mit der anderen verbinden kann. Ja. Ich baue kurz das Spinnnetz ab. Was ich mich immer gefragt habe ist, wenn zwei Spieler gleichzeitig zum Beispiel einen Obsidian-Block abbauen, beide mit Diamant-Spitzhacke, dauert es doppelt so lange? Das wäre interessant. Schau mal, jetzt baue ich einen Block ab. Fang du mal an. Geht es eigentlich schneller? Stopp, fang. 3, 2, 1, los. War es schneller? Keine Ahnung. Ich hab null Ahnung. Aber das Coole ist, wir testen gerade, weil es so langweilig ist, wie schnell man Blöcke abbauen kann. Mit der Hand. Das habe ich bis jetzt noch nie getestet. Also so erfrischen wir gerade wirklich die Langweiligkeit. Das ist wunderbar. Wer will, kann gerne in mein Restaurant McDonald's gehen. Das ist da in Langweilhausen. Oh. Ja, du sneakst dich. Kein Wunder, dass er jetzt nicht, dass er jetzt kommt. Ich sneake gerade. Nö, gerade eben nicht. Wir haben verloren! Oder? Der kriegt mich nicht. Aua. Naja, es war eine gute Runde. Davor hat man eine bessere Runde, aber sie war trotzdem gut. Sie war gut. KD. Ich hab 4K. Oh ja, okay. Sie war gut, lustig und amüsant. Und deswegen sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, die wahrscheinlich wieder nach ein paar Wochen kommt. Oder doch vielleicht ein bisschen früher, aber sie kommt bald. Gell? Bist du das da unten? Hm? Keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Ich stehe. Uhui! Kalt, guten Tag! Es wird kalt. Gleich viel besser. Deswegen sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Bed Wars wieder. Bis dahin, habt ein schönes Weihnachten 2017. Ach ja. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Das war gerade so blöd. Wie ist eigentlich nochmal die Nummer von der Psychiatrie? Oh, wie sieht das aus? Ein bisschen komisch. Okay. Naja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Bed Wars. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Ciao. Let's go to a place where everything is made of blocks. Where the only limit is your imagination. Let's go wherever you want to go. Climb the tallest mountains. Venture down to the darkest caves. Build anything you want. Day or night, rain or shine. Because this is the most significant sandbox you'll ever set foot in. Build a majestic castle. Invent a new machine, or take a ride on a roller coaster. Play with friends. Build your own little community. Protect yourself with the strongest armor that you can craft. And fight off the dangers of the night. No one can tell you what you can or cannot do. With no rules to follow, this adventure, it's up to you.